Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Wir sind zurück bei Victoria 2, bei unserem deutsch-amerikanischen Krieg der Ehre oder des Wahnsinns, so könnte man ihn auch bezeichnen. Denn eins ist jetzt schon klar, er wird sehr, sehr viele Verluste auf beiden Seiten mit sich bringen. Denn wir haben es hier nicht mehr mit solchen Kabinettskriegen zu tun, mit offenen Feldschlachten, sondern das sind Schlachten, wo Giftgas eingesetzt wird. Das ist gewissermaßen sowas wie der Erste Weltkrieg hier auf anderem Schauplatz. Jetzt haben wir noch eine gewisse Dynamik, aber ich fürchte, das wird mit der Zeit sich in solche ganz verlustreichen Grabenkämpfe, Grabenkriege wandeln, das ganze Ding. Nun gut, wir müssen ein bisschen dafür sorgen, dass wir Nachschub bekommen, wenn wir... Warte mal, jetzt muss ich einmal... Ich dachte, ich musste niesen, aber ich konnte es noch unterdrücken. Nein, also wenn wir hier die Mobilisierungstruppen bekommen, dann... Ja, dann sollten wir auch hier neue Korps rüberführen. Ich habe hier schon mal einige bisschen umdisponiert und Richtung Küste geschickt. Ihr seht das hier. Allerdings haben die noch keine Offiziere. Da muss ich noch mal ein bisschen auf die Suche gehen. Wir können uns mal spaßenshalber angucken. Ne, hier bei Diplomatie, wie eigentlich das hier aussieht. Wir haben schon 24% Kriegsstand und schaut euch mal die Militärstärke an. 5500 gegen 1500. Allerdings sind wir davon nur 2100. Der Rest sind unsere Verbündeten. Besonders stark, das überrascht mich etwas, ist Japan mit über 1000. Die Frage ist, wie viel davon werden sie hier in Stellung bringen können? Ansonsten, wenn sie jetzt nicht in Amerika landen, sieht die Sache so aus. 1450 gegen 2100 derzeit, wobei man sagen muss, vielleicht ein Drittel unserer Truppen befindet sich hier zu Hause. Also wir sind rein militärstärkemäßig hier nicht überlegen. Und das macht die Sache hier auch ziemlich heikel, zumal der Verteidiger gerade bei solchen Grabenkriegen ja enorme Vorteile hat. Gut, also das müssen wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Okay, wir werden das mal hier laufen lassen. Wichtig wäre mir, dass wir möglichst bald eine überschaubare Front bekommen, so dass wir hier ganz gut mit unseren Kräften haushalten können. Das heißt, wir müssten möglicherweise möglichst diesen Teil hier, den Nordosten, möglichst schnell unter unsere Kontrolle bringen. Deswegen glaube ich, werde ich hier mich nochmal aufteilen. Ich werde hier die stärkere Einheit... Oh, wir haben hier 10% Verlustquote. Die bleibt dort und die schwächere... Die bringen wir hier nochmal oben hin, um dort zu helfen. Gut, hier waren wir erstmal erfolgreich. Hier belagern wir. Die gehen darüber. Ich überlege, wo wir jetzt hingehen. Oder ob wir komplett vielleicht nochmal gegen die Truppe antreten. Oder wir wagen es vielleicht mit den 34.000 hier mal gegen die 33 anzutreten. Mal gucken. Im Zweifelsfall müssen wir dort Verstärkung ranziehen. So, hier läuft das gut. Hier haben wir gewonnen. Das heißt, hier können wir in die Belagerung eintreten. Gehen wir mal mit den 35.000 hier rüber. Okay. Das ist hier sehr, sehr... knifflig. Diese Geschichte. Hier unten ist alles in Butter. Okay, hier laufen die Belagerungen. Dann können wir das erstmal weiterlaufen lassen. Und wollen mal sehen, wie wir uns hier weiter schlagen. Hier kommt, fürchte ich, auch gleich Verstärkung. So, 54.000 eigene Verluste. Ist der Wahnsinn gegen 30.000. Oh Mann. Also spieltechnisch kommt das meines Erachtens daher, dass eben die Frontbreite halt sehr, sehr gering ist. Und dann kommen eben die Festungen, die Verteidigungsanlagen viel stärker zum Zuge. Denn die führen dazu, dass man weniger Verluste hat, weil sie den Disziplinwert, glaube ich, erhöhen. Und der führt eben dazu, dass die Verluste geringer sind. Ja, also... Das ist schon sehr, sehr verlustreich, hier solche Angriffe zu führen. So, die fliehen. Und die Frage ist, sollen wir hier vielleicht mitziehen? Hier ist... Boah, die ist ja völlig vernichtet hier, die Truppe. Der reine Wahnsinn. So, der ist noch im besten Zustand. Den wählen wir mal und schicken ihn runter. Die anderen, die werden wir vereinigen. Aber das bringt dann auch nicht mehr so viel. Ach nee, kann ich jetzt gar nicht. Okay, alles klar. Gut, wir können theoretisch hier schon wieder Frieden schließen, Friedensangebot der USA.
werden wir aber ablehnen, auch wenn sie sich mit dem Erniedrigen zufrieden geben würden. Aber mal ehrlich, Leute, der Wahnsinn macht ja nicht Halt vor so einem formalen Akt der Erniedrigung. Nein, nein, es geht hier schon um die totale Kapitulation. Alles oder nichts, das spielt hier Wilhelm II. Das wäre ja lächerlich. So viele Jahre der Vorbereitung und dann eine Woche gekämpft und das war's. Das ist nicht das, was er sich vorgestellt hat. Also wird weiter gefochten, wird weiter gestorben an dieser Front. Die Frage ist, wie lange macht das die Bevölkerung mit? So, wir werden angegriffen. Da scheinen wir noch im Vorteil zu sein. Also diese ersten Wochen, das ist unser Moment. Hier müssen wir sozusagen das Maximale erreichen. Ab dann wird es irgendwann richtig schwierig. Ich muss hier echt ein Auge auf alle möglichen Situationen haben. Das wird ein bisschen kleinteiliger als die letzten Kriege werden. So, in Dover haben wir die ersten Belagerungen gewonnen. Gut. Wir ziehen, denke ich mal, von hier nach Atlantic City. Ja. Und Norfolk ist gewonnen. Aber hier unten kommt eine große amerikanische Armee, eine sehr große. Da werden wir uns lieber mal hier in den Schutz unserer eigenen Truppen begeben. Und nach Manassas ziehen. Alles klar, was passiert hier oben? Dänemark wird manipuliert von Schweden. So, das ist ja erstmal hier ein richtiger Erfolg endlich mal gewesen. Eine Armee vollständig vernichtet. 40.000 gegen 5.000. Das ist in Ordnung. Gut. So kann es auch funktionieren. Aber das kommt natürlich, weil die Organisation gering war. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen. So, wir werden hier anfangen zu belagern. Und wir werden mit den 37.000, denke ich mal, nach Harrisburg ziehen gegen die 18.000. Boah, ist minus 6.300. Ein Wahnsinn. So, und hier stehen wir allerdings, hier ist es ein bisschen kritisch, 36 gegen 61.000. Ich würde aber gerne erstmal die Belagerung abwarten, ehe wir dort eingreifen. Ja. Schwierig. Wie laufen die Verluste? Oh, wir haben deutlich höhere als der Gegner. Na gut, aber die Belagerungen sind auch bald geschafft dort. Bleiben wir oben am Ball. Die Schlacht von Atlantic City ist gewonnen. Okay, 6.000 ausgenommen. Das ist in Ordnung. Hier ist auch eine Schlacht gut gelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Wollen wir erstmal weiterziehen und kämpfen? Ich glaube, es wäre besser. Wir ziehen komplett weiter hier rüber. Um erstmal die Armeen hier zu vertreiben. Wir wollen, wie gesagt, hier oben Ruhe haben. Das ist jetzt unser erstes Ziel. Und hier sind wir schon mal in einer ganz schwierigen Lage, wie ich sehe. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch bereinigen können. Sieht nicht so aus. Ist die Frage, ob wir lieber fliehen sollten. Tun wir das mal. Und zwar wohin? Vielleicht hierhin. Geht nicht. Wir können nicht fliehen aus der Schlacht. Die ist noch nicht lange genug am Start. 2 Tage. Bis dahin sind wir hier, glaube ich, weg. Damit haben wir die erste größere Niederlage hier erlebt. Okay, Trenton ist in unserer Hand. Das heißt, wir können hier oben mit einsteigen. Ja. Sollten wir vermutlich auch tun. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier kommen 46.000. Die werden uns hier auch nochmal wehtun. Vielleicht können wir die noch aufhalten. 4. Dezember, wenn wir hier reingehen. 3. und 4. Ja. Vielleicht haben wir Glück. Damit entlasten wir hier Newark etwas. Das ist ganz gut. Philadelphia ist bald in unserer Hand. Das läuft auch. Wie sieht es hier aus? Hier wird wieder zurückerobert. Was aber nicht so schlimm ist. Wir sollten auf jeden Fall erstmal ein bisschen Land gut machen. So. Hier droht, wie gesagt, die Niederlage. Noch ein Tag, dann können wir uns zurückziehen. Bleiben wir mal dran. Gehen wir mal auf den 3. Dezember. So, 4.000 sind noch übrig. Wir können immer noch nicht fliehen. Hier unten sieht es auch nicht so einfach aus. Brechen wir hier die Belagerung ab, um hier zu helfen.
Ich glaube ja, das ist jetzt wichtiger. Das ist jetzt wichtiger. Okay, hier haben wir Gott sei Dank die aufhalten können. Das ist erfreulich. Und Philadelphia ist gewonnen. Eine der wichtigsten Städte hier an der Ostküste. Das ist auch ein gutes Zeichen. Aber hier kommt eine große gegnerische Armee. Schaut euch das mal an. 150.000. Ohne Verluste können die dort belagern. Das ist knifflig. Deshalb tendiere ich dazu, die Armee hier weiter gen Süden zu ziehen. Vielleicht hier hin. Oder erstmal das zu belagern. Damit wir hier eine Front aufbauen können. Die scheinen wir ja besiegen zu können. Okay. Ich hoffe, mit unseren Truppen im Norden kommen wir einigermaßen zurecht. So, die Schlacht von Buffalo ist vorbei. Ne, die Belagerung. Okay. Dann gehen wir erstmal hier südwärts. Ach Mensch, die Armee wird jetzt völlig vernichtet. Ja, wir können hier nicht weg. Ja. Wir können wahrscheinlich hierhin fliehen. Das habe ich... Ah ja, alles klar, das war der Fehler. Wir hätten zurück auf kanadisches Gebiet fliehen können, aber jetzt... Ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt. Komm, wir machen es trotzdem. 32.000 gegen 12.000. Das war bitter. Das kann uns hier noch öfter passieren. Die Sache ist völlig unberechenbar. Italien in der Schweiz macht Ärger. So, jetzt haben wir zwei Schlachten wieder gewonnen. Wieder aber mit deutlichen Mehrverlusten. Die Schlacht von Concord. Okay. Bleiben wir erstmal dort. Und die Schlacht von Bango. Was ist das denn? 28... Ach nee. Ah, das war eine Verteidigungsschlacht. Da haben wir nur 7.000. Okay. Das ging dann mal gut aus. Erfreulicherweise. Dann bleiben wir hier erstmal am Ball. Warten, bis da oben die Belagerung beendet ist und ziehen weiter südlich. Da haben wir sie. Caribou. Dann zieht ihr jetzt mal hier rein. Und ihr, ja, erholt euch da irgendwo ein bisschen. Und Rochester. Gut, wir gehen hier im Norden weiter. Die Schlacht scheinen wir ganz gut zu gewinnen. Hier wird es, glaube ich, viele Männer kosten, aber trotzdem kriegen wir das hin. Ansonsten, hier sind 150.000. Das ist das große Problem hier im Süden. Also im Norden und im Süden, in der Mitte läuft es gut. So ist im Moment die Lage der Dinge. Schauen wir an, wie es weiterläuft. 50.000 Bildung für die Frauen. Werfen wir aus der Universität. Baltimore ist in unserer Hand nach 11 Tagen. Gut, damit haben wir hier auch wieder Freiraum. Ja, jetzt ist die Frage, schicken wir die freien Truppen gen Norden oder gen Süden? Boah, ich sehe gerade, hier sind 49.000, aber mit ganz schlechter Organisation. Ich glaube, ich tendiere im Moment eher gen Norden, damit wir hier auch die Belagerung hinkriegen. Vielleicht wäre New York mal ein wirklich gutes Ziel für eine Belagerung. Okay, und hier müssen wir aufpassen. Die sind hier unterwegs. Wollen wir die mitschicken und dann diesen Kampf führen? Ich bin mir nicht sicher. Wir können es probieren. 12. Dezember. Ja, die kommen gleichzeitig an. Dann sind wir, aber wir sind immer noch unterlegen. Ich weiß nicht, ob die schlechte Organisation dann zu deren sofortiger Auflösung führt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Ansonsten müssen wir noch mehr nachziehen. So, jetzt haben wir gleich drei Belagerungen gewonnen. Jetzt geht's ein bisschen zur Sache. Fredericksburg in 25 Tagen. Das war schwieriger. So, hier sind aber die 150.000 Amerikaner. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, wir bleiben dort stehen. Manassas haben wir gewonnen. Da werden wir dann ein bisschen südlich aufrücken. Hier für nach Richmond, denke ich mal. Und Atlantic City ist in unserer Hand. Da werden wir nach Staunton ziehen.
und dadurch hier so eine kleine Art Südfront aufbauen. Ja. Okay, verlieren wir eigentlich mehr als der Gegner? Ich habe es nicht genau gesehen. Das war mal erfreulich, die Schlacht von Harrisburg. 4.000 gegen 15.000, das ist gut gelaufen, muss man einfach so sagen. Hier allerdings kommen wieder 33.000, marschieren gen Norden. Da sollten wir die 41.000, glaube ich, hier zurückschicken. Und ihr belagert, glaube ich, einfach mal am besten weiter. Okay. Das scheint zu laufen. Hier sind wir tatsächlich jetzt doch in der Überzahl und können uns wohl durchsetzen. Und hier sind auch noch 33.000, auf die wir achten müssen. Vielleicht nehmen wir die dafür. Das ist gut. So, wir werden irgendwo angegriffen. Oh, 63.000 greifen unsere 32.000 an. Jetzt wird's hier ernst. Die Schlacht von Richmond wird jetzt geschlagen. Die Schlacht von... Da müssen wir uns aber jetzt erstmal drum kümmern. Das heißt, da hauen wir jetzt unsere 41.000 rein. Dafür sind sie da. Und ich glaube, wir brauchen dann tendenziell auch noch ein bisschen mehr in der Hinterhand. Aber gut, ihr steht ja dann in Staunton, das ist in Ordnung. So, Binghamton, das war erfolgreich. Mit denen gehen wir, glaube ich, gegen die hier vor. Und ja, das war eine sehr verlustreiche. 50.000 und 70.000 auf unserer Seite. Puh, aber dennoch wichtig, weil dann jetzt haben wir hier den Weg frei für den Norden. So, wie viel stehen denn da noch von uns? Oha. Ja. Na, mal sehen. Einer zieht weiter. Okay, und Norfolk haben wir wieder verloren. Die marschieren nach Fredericksburg. Da können wir aber gleich hier helfen. Beziehungsweise vielleicht schützt ihr sogar die Provinz. Das ist in Ordnung. Ganz gut, dass ihr euch jetzt aufteilt. Das gefällt mir. Was können wir hier eigentlich tun? Belgien. Da können wir wieder was tun. Dann machen wir das auch. Sicher ist sicher. Hier die Meinung steigern. So. Hier belagern wir ein bisschen. Hier auch. Hier läuft die Schlacht noch. Vermutlich sehr verlustreich. Hier laufen sie in Richtung Osten. Das ist nicht so toll. Und hier kommt... Hier sind auch ein paar Truppen zwischen unseren Linien. Und was kommt denn hier? Riesige Verstärkung. Hier haben wir 41.000 Mann, die noch frei sind. Daran müssen wir denken. Die könnten wir eigentlich hier hinschicken. Vielleicht 17. Dezember, 20. Das schaffen wir nicht. Aber sie können dann zumindest belagern und agieren. Das ist in Ordnung. Aber hier kommt es jetzt. Ah, sie wollen uns hier abfangen. Aber das ist, glaube ich, kein Problem. Und Washington ist in unserer Hand. Wir kontrollieren die Hauptstadt. Ein großer Moment, Leute. Und damit müsste jetzt eigentlich auch die Flotte auslaufen. Und mit unseren 65.000 halten wir uns hier ganz gut. Vielleicht machen wir sogar Folgendes. Wir greifen sogar hier an in Norfolk. Und die Freunde werden jetzt nach Staunton ziehen. Da treffen sie auf diese 18.000. So, und die Amerikaner fragen erneut an, aber erneut lehnen wir ab. Erneut lehnen wir ab. Wir müssen hier wirklich höllisch aufpassen. Kleinste Fehler können ganz, ganz viele tausende Menschenleben kosten. Gut. Der marschiert südlich. Okay, unsere Flotte wird angegriffen. Okay. Das ist hervorragend. Mit ein bisschen Glück können wir die... Oh, warte mal, die führen wir doch... Warum kann ich die nicht zusammenführen? Jetzt. Mit ein bisschen Glück vernichten wir die gesamte amerikanische Flotte. Das wäre doch auch mal ein Kriegsziel. Syrakus ist gewonnen. Da oben. Gut.
Da stehen allerdings jetzt weitere 33.000. Und hier kommen 69.000. Wo ziehen die hin? Nach Hagerstown. Oha. Jetzt wird's eng hier oben. Wir brauchen ein bisschen Dominanz. Wir brauchen ein bisschen Überzahl. Ich glaube, hier gegen die müssen wir was tun. Ziehen wir da erstmal gegen Buffalo, um die 18.000 in Schach zu halten. Uiuiui, Philadelphia. Da gibt es schon wieder eine Gegenbelagerung. Da werden wir was tun müssen. Nehmen wir erstmal die 33.000 und ziehen gegen die 20.000. Das dürfen wir nicht zulassen. Und vor allem müssen wir jetzt hier dieses Hinterland besiegen. Okay, Leute. Ja, das ist der Stand der Dinge. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier große Probleme. Da müssen wir von Staunton aus hier eingreifen. Sonst verlieren wir das auch. Also die kriegen hier unendlich viel Nachschub, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig, dieser Kampf. Schauen wir kurz an, wie sich das entwickelt hat in der Diplomatie. Wir sind bei 58% Kriegsstand. Wahnsinn. Aber davon kommen 50% durch Schlachten, muss man dazu sagen. 5400 gegen 1600. Die Militärstärken sinken natürlich entsprechend wenig ab, zumal dann auch irgendwann die Mobilisierungseffekte kommen. Ja, liebe Leute, bei uns ist, glaube ich, durch Mobilisierung hier noch nicht zu sehen. Was machen eigentlich die Finnen? Da ist, glaube ich, keine große Entwicklung. Die Russen haben überhaupt nichts mehr, haben nur Rebellen und die Finnen, die kommen auch nicht mehr so richtig voran. Aber gut, immerhin die anderen Nationen sind da auch nicht viel besser. So, hier stehen 75.000, weiß ich auch nicht, warum das der Fall ist. Das müssen wir ein bisschen umdisponieren. Nein, jetzt habe ich zusammen, ist egal. Das mache ich off-cam. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.